Oh. Hi. Okay, es hat Na? gleich super. Hi. Und jetzt bist Da du muss ich mich auch mal noch. Kameraeinstellung. Ja, alles gut. Sollte Susanne das sieht auch geklappt schon. hat. Bei mir kam nämlich gerade immer die Fehlermeldung und ich dachte so, nein, nein, bitte keine Fehlermeldung. Ich versuche gerade Susan auch noch reinzuholen, aber irgendwie klappt es nicht. Sie hat eine Anfrage geschickt und ich habe sie versucht reinzuholen und dann verschwindet die Anfrage immer. Ja, ich habe es jetzt auch zweimal versucht und beim zweiten Mal ging es. Ja, seltsam. Jetzt kam gerade die Meldung, dass sie abgelehnt hat. Was ist los? Nicht ablehnen. Hat funktioniert. Hi, herzlich willkommen. Ja, gerade hat sie Hallo. ein bisschen. Jetzt hat es die ganze Woche mit den Lives geklappt und es gab keine technischen Störungen. Außer von meiner Seite aus, dass die Katzen im Hintergrund Lärm machen. Aber guck mal, Seppi, jetzt habe ich eine Message bekommen, dass du mich gerade abgelehnt hast. Dabei bist du schon hier drin. Oh, sie ist eingefroren, glaube ich. Oh je. Dann teste ich das hier nochmal. Das zeigt, dass alles live ist. Jetzt wurde ich rausgeschmissen, aber ich bin wieder reingekommen. Ah, perfekt. Also bei mir bist du noch im Bild eingefroren, aber vielleicht ergibt sich das noch. Also ich sehe sehr viel. Du Das siehst freut mich. Mich auch. bei mir ist sie eingefroren, aber okay. Wenn alle anderen sie sehen können, dann liegt es vielleicht auch an mir. Technik, die begeistert. Okay, dann können wir auch, glaube ich, auch schon direkt loslegen. Ich begrüße euch beide ganz herzlich hier als meine Gäste. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich begrüße natürlich auch alle, die zuschauen. Vielleicht stelle ich mich mal kurz vor. Ich bin Daniela vom Vorwärts und wir wollen ja heute zu dritt ein bisschen quatschen, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich Fragen stellen und ihr werdet die meiste Zeit über quatschen über unser Grundgesetz, denn das feiert jetzt am Sonntag den 72. Geburtstag. Und am Grundgesetz kann man nach wie vor aber vieles noch ändern. Und zwar wollen wir heute sprechen über den Bereich Kinderrechte, die endlich einen Platz im Grundgesetz finden sollen. Und über die Debatte, die wahrscheinlich viele mitbekommen haben, das Wort Rasse im Grundgesetz. Und ja, vielleicht magst du direkt starten, Susan. Was ist dein Bereich? Kinderrechte im Grundgesetz. Man könnte ja meinen, Kinderrechte sind ja bestimmt schon irgendwie drin. Aber da gibt es ja noch viel zu tun. Vielleicht kannst du ja kurz erzählen, worum es da gerade geht. Ja, total gerne. Irgendwie drin ist, glaube ich, ganz gut beschrieben. Im Übrigen komme ich gerade aus der Debatte im Plenum zur Aufnahme der sexuellen Identität in Artikel 3 ins Grundgesetz. Hätten wir auch noch vor, brauchen wir aber auch noch eine Zweidrittelmehrheit dafür. Wir haben noch 2 Sitzungswochen, wir arbeiten dran. Ja, Kinderrechte wollen wir eigentlich schon lange im Grundgesetz haben und es wird auch gefordert, seit die Kinderrechtskonvention verabschiedet wurde. Die ist jetzt auch 32 Jahre alt und wir haben es jetzt im Koalitionsvertrag stehen, aber die Formulierung ist noch so ein bisschen tricky, so um es mal so zu sagen. Ja. Wir hatten am Montag Anhörungen hier im Bundestag dazu und da sind auch noch mal alle Eventualitäten, wie man es denn machen kann und was es dann bedeutet, durchdiskutiert wurden. Es wird schwer, eine Einigung zu finden. Uns ist vor allem wichtig dabei, dass klar ist, es gibt natürlich Grundrechte, die gelten für alle Menschen. Also ja, die Diskriminierungsverbot und Datenschutz und Versammlungsfreiheit ist für alle, natürlich auch für kleine Menschen. Allerdings sind kleine Menschen, sind Kinder nicht einfach kleinere Erwachsene, sondern haben nochmal spezifische Bedürfnisse und Ansprüche, die eben so im Grundgesetz nicht stehen. Sie stehen da jetzt als das Erziehungsobjekt ihrer Eltern. Das ist auch erstmal grundsätzlich in Ordnung so. Da wollen wir nicht ran. Die Eltern sind in der Verantwortung für ihre Kinder und wenn sie Unterstützung dabei brauchen, dann bekommen sie die. Aber die Kinder sind eben auch eigenständig und sie haben Schutzansprüche,
jedes Kind soll gefördert werden und soll beteiligt werden. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen der Knackpunkt, dass wir auch, also es gibt Menschen, die wollen das gar nicht, halten es nicht für nötig. Okay, die kriegt man dann für die Zweidrittelmehrheit nicht hin. Es gibt aber auch welche, die mit der Formulierung insofern hadern, dass sie sagen, ach na komm, lassen Sie uns einfach Schutz reinschreiben, dann ist doch gut. Und da sage ich immer, naja, dann kann man Schutz alleine, das ist, heißt, die Kinder einfach einmauern. Ne? Wenn man Förderung und Beteiligung nicht mit daneben packt, ist es kein wirksamer Schutz. Und um die Formulierung und das abzubilden und dann noch an der richtigen Stelle, ringen wir gerade. Wir brauchen im Bundestag und im Bundesrat 2/3 Mehrheit. Und das wäre ein richtig gutes Geburtstagsgeschenk für unser Grundgesetz. Das stimmt. Jetzt geht es bei dir darum, etwas ins Grundgesetz hinzuzufügen. Überleitung, es ist gerade die Debatte am Laufen, ob man den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz streichen sollte. Wir haben da steht, kein Mensch darf aufgrund seiner Rasse benachteiligt werden. Jetzt haben viele aber ein Problem mit dem Begriff Rasse und da leite ich über zu Serpil. Worum geht es jetzt gerade in der Debatte? Warum jetzt plötzlich, wie viele sagen, was stört denn an dem Begriff Rasse? Wieso ist das so eine wichtige Debatte? Ja, also in erster Linie geht es natürlich darum, dass man sich an dem Begriff an sich und das schon sehr, sehr lange tatsächlich stört. Es geht darum, dass es keine Rasse gibt und Rasse suggeriert ja auch, dass Menschen in Kategorien sozusagen eingeteilt werden. Und viele, die sich im Bereich Diversität, Vielfalt einsetzen, stören sich schon sehr, sehr lange an diesem Begriff. Und richtig Fahrt aufgenommen hat die Debatte tatsächlich auch mit der Diskussion Black Lives Matters, muss man zur Ehrlichkeit dazugeben. Aber auch davor ging es schon die rechtsradikalen und rechtspopulistischen Angriffe, die es dort gibt, bis hin zum Mord von dem Regierungsdirektor von Lübcke. Und das hat die Dimension tatsächlich da nochmal erhöht, sich nochmal damit auseinanderzusetzen. Zur Ehrlichkeit gehört, dass ein linken Abgeordneter, meine ich, bei euch im Bundestag, meine ich, vor 20 Jahren, glaube ich, die Debatte schon mal mit angestoßen hat. Da waren wir als Gesellschaft noch nicht so weit. Also insgesamt da noch nicht so weit. Und Gesellschaft hat sich hier weiterentwickelt. Und wir sehen, dass es eine große Notwendigkeit gibt, weil Menschen sich dadurch auch nicht richtig abgeholt fühlen. Das hat dann nachher dazu geführt, dass es jetzt eine weitere Debatte gibt und die einen sagen, ja, aber wenn Rasse jetzt rausgestrichen wird, was ist denn mit Rassismus? Dann können wir ja gar nicht mehr gegen Rassismus vorgehen. Dann sage ich dann immer, ja, wenn euch sozusagen der Begriff Rasse hat bisher ja auch nicht vor Rassismus geschützt oder vor Alltagsdiskriminierung. Also das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schräg, diese Argumentation, sich für den Rassebegriff auszusprechen. Und deswegen gibt es jetzt einen Vorschlag, der heißt, den Rassebegriff auf jeden Fall streichen. Also ich störe mich sehr an dem Begriff. Ich möchte nicht, dass in unserem Grundgesetz, unserem Grundwert dieser Begriff drinsteht und dann durch eine andere Formulierung dann ersetzt wird tatsächlich, die dann auch den grundrechtlichen Schutz dann auch vor Rassismus. Und da kann man sich dann ja auch gemeinsam überlegen, welchen Begriff oder welche Begrifflichkeiten man dafür nimmt, damit klar wird, was wir gerne ausdrücken wollen. Und da ging die Diskussion. Wir waren dann auch, ehrlich gesagt, schon sehr, sehr weit. Es gab dann auch nach den Morden in Halle, da hat bei uns in Deutschland die Diskussion ganz, ganz viel Fahrt aufgenommen. Es gab viele NGOs, die dann gesagt haben, jetzt reicht, sie wollen keine Lippenbekenntnisse mehr, dass sie immer nur darüber spricht, dass sozusagen diese schrecklichen Taten passieren. Es sind 11 Menschen sind ermordet worden, aus dem Nichts heraus, wirklich aus dem Nichts, aus dem Leben gerissen. Und da hat die Diskussion nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Und da wurde ein Kabinettsausschuss gebildet und viele NGOs, aber auch die BKMO, das ist sozusagen die Bundeskonferenz der Migranten-Selbstorganisationen, die haben so eine ganze Reihe von einen Katalog sozusagen formuliert, die wollen auch ein Bundespartizipationsgesetz, aber natürlich dann auch mitbestimmen, dann die Öffnung, also die Öffnung der Verwaltung, mehr Diversität. Und eine Forderung war auch, den Rassebegriff zu streichen. Daran haben wir uns als SPD orientiert. Olaf Scholz hat für uns da die Verhandlung geführt. Ich finde unter den Bedingungen auch sehr, sehr erfolgreich. Wir hatten da auch eine Einigung. Wir sind da sozusagen mit dem Koalitionspartner
CDU, CSU da rausgegangen und haben gesagt, so, das ist jetzt geeint, geht ins Kabinett, Rassebegriff wird gestrichen. Und ja, ich bin ehrlich gesagt maßlos enttäuscht und Suse wahrscheinlich auch. Die CDU-CSU ist überhaupt kein verlässlicher Partner mehr. Man hat ja das Gefühl, dass die wirklich nur noch blockieren, nur noch bremsen und haben sich jetzt kurzerhand überlegt, ach nö, wir machen das jetzt doch nicht. Also so geht's tatsächlich nicht. Und vor allem, es war ja sozusagen ein gemeinsamer Kompromiss, der ja auch, wie gesagt, aus diesem Kabinettsausschuss herausgekommen ist, ne? Wo eine große Notwendigkeit auch gesehen wird. Und jetzt sind wir genau wieder da gelandet, wo wir am Anfang waren. Weißt du, wenn was Schreckliches passiert, wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion oder sexuellen Orientierung, wenn ihr etwas Schreckliches passiert, bis hin zu Morden, dann sind alle wieder ganz aufgeregt. Aber wenn es darum geht, mit der CDU-CSU hier tatsächlich gesellschaftlichen Wandel und Fortschritt, so in welcher Gesellschaft wollen wir leben, was soll auch unser Grundgesetz hier dann auch also das ist ja das, als Richtschnur, sozusagen das stärkste Schwert im Grunde genommen, da drücken sie sich jetzt wieder vor und ich hoffe, dass alle sich jetzt mindestens genauso doll jetzt darüber aufregen, wie sie das damals getan haben, dass endlich was passieren muss, weil so geht wirklich, also ich bin echt sauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt hast du super meine Frage auch vorweggenommen. Ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, wie du die Diskussion wahrnimmst, aber du hast so toll gesprochen, dass ich gar nicht unterbrechen wollte, aber dann leite ich mal rüber. Also du hast ja jetzt sehr gut gezeigt, wie das so aussieht. Also es passiert etwas Furchtbares und dann ziehen Menschen daraus etwas Positives im Unglück, will man gar nicht so sagen, aber schon so eine Wut, etwas zu verändern und dann geht es richtig zur Sache, bis diese Wut von diesem schrecklichen Ereignis abgedämmt ist und dann wird gar nichts mehr gemacht. Susan, wie nimmst du das wahr, wenn du dich dafür einsetzt, dass Kinderrechte ins Grundgesetz kommen? Ich muss ehrlich sagen, ich höre davon super, super wenig in den Medien. Ich weiß, dass da, es hört sich immer so ein bisschen an, so eine kleine Gruppe von Leuten setzt sich dafür ein, dass für die Kleinsten auch irgendwelche Rechte im Grundgesetz stehen. Aber so eine wichtige Debatte ist das auch nicht. So wirkt das ein bisschen. Wie nimmst du die Debatte wahr und was würdest du dir in der Debatte wünschen? Ja, also ich glaube, wenn man mit Menschen darüber spricht, sind alle sofort dafür und wundern sich eher, dass das noch nicht im Grundgesetz steht. Sagt, wie, unsere Kinder sind da in ihrem Schutz und Förderbedürfnissen gar nicht drin. Sagt, nee, ist nicht drin. Deswegen hat man immer so eine Situation beispielsweise, dass sozusagen, wenn es zum Konfliktfall kommt, man sagt so, das und das können wir jetzt für die Kinder nicht tun, Datenschutz. So, ne? Beispielsweise immer mal so mein Lieblingsbeispiel, wenn irgendwo Datenschutz ist, steht im Grundgesetz, dann müssen leider sozusagen das, was man für die Kinder eigentlich gerade tun wollte oder für notwendig erachtet hatte, zurückdrehen. Und wir wollen ja nicht, dass die Kinderrechte sozusagen über allen anderen Rechten stehen, sondern wenigstens mit allen anderen Rechten auf Augenhöhe kommen. Und wenn man das Menschen erklärt, ist das durchaus, glaube ich, sehr nachvollziehbar, zumal ja auch jeder weiß, er selber war mal Kind, hat selber Kinder und möchte auch, also glaube ich, Ungerechtigkeiten Kindern gegenüber regen alle Menschen auf. Ich nehme schon sowohl in den Medien da durchaus Interesse wahr, aber es ist, ja, es ist, ich habe immer den Eindruck, es warten alle darauf, dass es jetzt endlich irgendwie kommt und man dann darüber berichten kann. Es gibt aber eine ganz, ganz breite Verbändelandschaft, die das auch schon lange fordern, die da eng mit uns zusammenarbeiten, die ein Bündnis Kinderrechte geschlossen haben und uns da auch wirklich viel, viel beraten und begleiten in der Abwägung, welche Formulierung denn jetzt nun angemessen ist und wie weit wir gegebenenfalls auch gehen können, um die Union, die da eher auf der Bremse steht, noch mit reinzuholen. Und man muss aber eben auch dazu wissen, dass es durchaus auch starke Strömungen gibt, die das gar nicht möchten. Also sozusagen so, ich weiß immer nicht, ob es Elternrechtsverbände sind oder vermeintliche Elternrechtsverbände, also sozusagen eine zivilgesellschaftliche Strömung, die meint sozusagen, die Kinderrechte würden die Elternrechte unterminieren. Das ist eine vollkommene Verkennung von dem, was Kinderrechte sind, weil je kleiner das Kind ist, und so steht es auch in der Kinderrechtskonvention, desto mehr sind die Eltern ja dafür zuständig, die Rechte ihrer Kinder
dem Staat gegenüber, aber auch der gesamten Gesellschaft gegenüber durchzusetzen und zum Leben zu verhelfen. Und je größer die Kinder werden, desto mehr können sie natürlich dann auch in ihren eigenen Rechten sich selbst entfalten. Von daher steht es eben gerade nicht gegen die Eltern, sondern die Eltern werden gestärkt in der Position, das Beste für ihre Kinder zu holen. Das ist aber halt eine Debatte, die man führen muss. Und man darf natürlich auch tatsächlich im Grundgesetz nichts machen, was dann aus Versehen zu den befürchteten Ergebnissen kommt. Von daher ist es schon sehr spannend. Ich habe nicht Jura studiert, ich lerne da aber sehr viel dazu von den Juristinnen und Juristen, die dann jedes Wort, jedes Komma und an jeder Stelle, wo es denn hingehört, bewerten können. Dummerweise immer mit unterschiedlichen Einschätzungen, ne, was es dann heißt. Aber wie gesagt, wir haben noch 2 Sitzungswochen. Heute früh gab es auch noch mal eine Verhandlungsrunde, die sich auch wieder vertagt haben. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Jetzt habe ich noch eine Frage. Vielleicht interessiert es ja Leute, die zuschauen. Das ist jetzt ein bisschen Wiederholung des Schulunterrichts. Aber ich muss gestehen, ich habe das auch nicht mehr so im Kopf, was ich in der 8. Klasse mal gelernt habe. Etwas im Grundgesetz zu ändern, ist ja nicht ein ganz normales Gesetz, wo man einfach nur eine Mehrheit braucht. Jetzt weiß ich nicht, wer jetzt erklären möchte, wenn irgendwer kurz erklären könnte, was braucht es denn eigentlich, um etwas im Grundgesetz zu verändern? Also es braucht, vollkommen richtig, ist schon mal gut aufgepasst, für ein normales Gesetz braucht man die Hälfte der Stimmen plus eine. Ja, also immer die einfache Mehrheit. Das Grundgesetz braucht 2/3 der Stimmen und nicht nur im Bundestag, sondern auch im Bundesrat. So, und das macht es natürlich schwierig insofern, dass selbst wenn wir hier im Bundestag die Mehrheit hätten, heißt es, dass im Bundesrat das immer noch kippen kann. Und das ist auch sehr gut so, weil das Grundgesetz wollen wir ja nicht alle Tage anfassen. Und das ist die Werteordnung, auf der sich alle anderen Gesetze und unser ganzes staatliches Gefüge sozusagen ja dann ableitet. Und deswegen ist es uns ja auch so wichtig, Kinderrechte da reinzubringen, damit man dann nicht jedes einzelne Gesetz anfassen muss, wo irgendwo Kinder tangiert sind, und sagen, was müssen wir da noch für die Kinderrechte besser machen, sondern es soll von vornherein klar sein, dass die Baugesetzgebung, Sozialgesetzgebung, Asylgesetzgebung und so weiter grundgesetzkonform inklusive der Kinderrechte sein muss. So, und dieses Gefüge muss halt sehr große Mehrheiten haben. Das heißt aber eben auch, man kann nicht einfach auf die nächste Wahl warten und dann hoffen, na dann sind die Mehrheitsverhältnisse vielleicht anders, dann wird es leichter. So ist es eben nicht, weil diejenigen, die jetzt nötig sind, die werden auch nach der Wahl nötig sein. Und die sind im Zweifel, wenn sie dann vielleicht hier im Bundestag für die 2/3-Mehrheit nicht nötig sind, werden sie dann aber vielleicht über ein Bundesland, wo sie mitregieren als Partei, wieder wichtig. Das heißt, man braucht tatsächlich irgendwie alle im Boot, alle demokratischen Fraktionen. Es gibt eine hier, da braucht man den Versuch gar nicht erst unternehmen. Die sind eh nicht konstruktiv unterwegs. Aber aus allen anderen muss man tatsächlich von vornherein die Mehrheiten so mitdenken, dass das auch auf der Strecke hält. Crashkurs nochmal, Schulunterricht. Ich glaube, meine Lehrerin damals hätte das nicht besser erklären können. Es ist alles wieder aufgefrischt. noch eine kleine Frage. Glück gehabt, Suse. Jetzt könnte aber wieder eine Juristin oder ein Jurist kommen und sagen, Moment, an der Stelle Moment, hast du nicht korrekt. Das hättest du noch sagen müssen, mag sein. Aber ich glaube, im Grundsatz stimmt's. Im Grundsatz haben wir es verstanden. Sonst wären wir ja auch alle JuristInnen, wenn wir alles hundertprozentig könnten. Sehr viel noch eine Frage nochmal inhaltlich. Du hast gesagt, es wird noch gerade diskutiert, was man dann statt Rasse für einen Begriff nehmen sollte. Jetzt überlege ich mir halt, und es überlegen sich bestimmt viele, ich überlege einfach für andere mal mit, wenn der Begriff Rasse gestrichen werden sollte und man hat keine gleichbedeutende ein ganz anderes Wort dafür. Könnte nicht die Gefahr bestehen, dass das dann so eine Lücke entstehen könnte, dass Menschen ja dann doch denken, ja, jetzt kann ich aber Leute diskriminieren, weil jetzt steht es nicht mehr drin. Was probiert gerade die Politik, was macht die SPD gerade konkret, damit da eben keine Lücke entsteht? Also wie gesagt, da gibt es Vorschläge, die man da nehmen kann. Also ich persönlich, ne, da steht dann, kein Mensch darf aufgrund seiner Rasse, Herkunft, Religion diskriminiert werden. Also ich finde, da steht eigentlich schon ganz, ganz viel drin.
Aber für diejenigen, die sagen, das könnte aber umgedreht werden, sodass man sich nicht mehr auf das Grundgesetz berufen kann, dass man dann den Begriff sozusagen von strukturellen Rassismus oder Rassismuserfahrung, Alltagsdiskriminierung, also dass man sozusagen diesen Begriff dann noch mit aufnimmt, damit sehr, sehr klar und deutlich ist, dass natürlich die Menschen geschützt werden müssen, dass sie natürlich dann auch das Recht haben, aufgrund des Grundgesetzes natürlich zu sagen, da gehe ich jetzt gegen vor. Das ist also geht in die gleiche Richtung wie bei Suse auch. Warum wollen wir, dass manche Sachen gestrichen werden oder andere Sachen reinkommen? Weil du dadurch natürlich dann nochmal ganz andere Rechtswege dann auch eingehen kannst und auch einen anderen Rechtsweg sozusagen gehen kannst und bis zum Verfassungsgericht dann, ob das nun Länderverfassungen sind oder das Bundesverfassungsgericht ist, um hier dann auch Grundsatzentscheidungen auch zu bekommen. Ne? Also wir haben ja in den letzten Jahren, da ist ja gesellschaftspolitisch unglaublich viel passiert, wenn man sich das mal anguckt. Aber alle großen gesellschaftspolitischen Veränderungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, ist immer zuerst eine Verfassungsklage einhergegangen. Also Ehe für alle hätten wir heute auch nicht. Das war dann nicht so, wo die CDU und die Merkel dann, ja, ich bin jetzt mal ganz großzügig und gebe jetzt mal die Abstimmung frei und so, ne? Nee, also das war schon etwas, was wir hätten sowieso regeln müssen. Und das ist in vielen anderen Fällen auch so. Ist traurig genug, finde ich, dass immer ein Verfassungsgericht erstmal sagen muss, hey Leute, guckt mal nochmal neuer Grundgesetz und die CDU da nochmal schubsen muss. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Grundgesetz tatsächlich an die Gesellschaft sozusagen anpassen, in der wir heute leben. Weil du sagtest ja schon, wir feiern einen Geburtstag. Und ganz ehrlich, vielleicht für die, die noch mehr wissen wollen über das Grundgesetz, vielleicht habt ihr das auch schon in den vorigen Folgen erzählt, das Grundgesetz wurde ja damals von unseren Müttern und Vätern, die es geschrieben haben, die haben ja von Anfang an gesagt, wir schreiben jetzt etwas auf, aber es muss in Zukunft weiterentwickelt werden, weil es erstmal nur für Westdeutschland auch geschrieben worden ist. Das heißt also, das war der Gedanke, dass man irgendwann ein Grundgesetz hat, was dann sozusagen alle ganz Deutschland dann jetzt so, jetzt wo wir wieder vereinigt sind, dann wieder repräsentiert. Und jetzt diesen Gedanken auch ruhig wieder mit aufnehmen, die Urväter und Urmütter, die das Grundgesetz damals geschrieben haben. Dafür, dass ich es nur für Übergang geschrieben habe, ist es schon ziemlich gut gelungen, finde ich. Hat ja sehr, sehr, sehr lange gut gehalten. Und jetzt das Ganze weiterzuentwickeln mit dem, wie wir uns Gesellschaft vorstellen, das ist doch eigentlich, ist es doch großartig, dass so viele sich jetzt auch einmischen in diese Debatte und mitreden wollen, mitentwickeln wollen, mitgestalten wollen. Und das Grundgesetz an sich auch sehen, so das ist meins und das sind unsere Grundwerte und wir wollen es gemeinsam gestalten, anpassen. Also mehr Stolz auf das zu sein, dass so viele Demokratinnen und Demokraten da sind, die sich da beteiligen wollen. Also es müsste eigentlich die Politik ja auch total stolz und glücklich machen, dass Menschen sich interessieren für das, was im Grundgesetz drin steht. Und was wir ja eigentlich sagen wollen, ist, dass man aus rassistischen Gründen oder Zuschreibungen, dass es keine rassistische Diskriminierung geben darf. So, was jetzt aber ja ausgedrückt wird, ist, es gäbe menschliche Rassen. Und das ist ja eben genau die Zuschreibung, die falsch ist. Die gibt es eben schlicht nicht. Weil sozusagen aufgrund irgendwelcher äußeren Merkmale keine Eigenschaften und keine sozusagen kein weitere, außer dass halt jemand an so aussieht oder anders aussieht, leitet sich nichts weiter daraus ab. Und sozusagen, das ist ja gerade eben die Zuschreibung, dass es Rassen gäbe, die es nicht gibt. Und die Folge davon ist Rassismus und rassistische Diskriminierung. Und dieses Diskriminierungsmerkmal sollte natürlich schon sichtbar bleiben, weil sonst fällt es natürlich auch raus. Man kann es dann eben nicht mehr einklagen, wenn man rassistisch diskriminiert wurde. Und es wird auch völkerrechtlich, würde das schon sehr komisch wirken, wenn Deutschland jetzt auf einmal sagt, sie hätten nichts mehr gegen Rassismus. Ne? Also das geht natürlich dann auch nicht. So, aber auch da liegen ja Vorschläge vor. Genauso wie zur geschlechtlichen Identität, genauso wie zu Kinderrechten. Jetzt müssen sich hier nur noch einige, viele Herren und einige Damen den Ruck geben, auch dafür zu sein. Wir kommen langsam zum Ende. Ich hätte an beide noch eine letzte Frage.
Susan für dich für den Bereich Kinderrechte und Serpin für dich für den Bereich Rassebegriff. Was wünscht ihr euch jeweils für den Bereich vom normalen Menschen, der jetzt vielleicht nicht in der Politik ist und der nicht täglich bei der Situation auf die Straße geht, also vom Volk in Deutschland, was wünscht ihr euch für jeweils das eine Themenfeld, wenn man jetzt anfangen möchte? Na, ich wünsche mir natürlich, dass alle Menschen die Kinder als Menschen mit Rechten und als ganz besondere Persönlichkeiten, die sich noch entwickeln und die dabei unterstützt werden sollen, damit sie genau die Person werden können, die sie wollen und die in ihnen angelegt ist, dass wir das auch im Alltag sehen. Und gerade jetzt in Pandemiesituationen hat man häufig schon gemerkt, dass Kinder ganz schnell mal sozusagen zurückgeschoben werden und so, naja, die bleiben jetzt halt einfach erstmal zu Hause, die sind nicht beteiligt worden, nicht gefragt worden und ja, um Schutz hat man sich vielleicht noch Gedanken gemacht, so, aber es war, glaube ich, eine total schwierige Situation und wenn Kinderrechte im Grundgesetz gestanden hätten, hätte man, glaube ich, eine andere Abwägung daraus abgeleitet. Von daher hoffe ich, dass alle nicht nur sonntags ihr Herz für Kinder irgendwie entwickeln, sondern das im täglichen Leben auch zeigen, in einer kinderfreundlichen Gesellschaft, wo man sich tatsächlich über Kinder und auch Kinderlärm freut. Ja, was wünsche ich mir? Also ich habe ja den Ausgangspunkt ja genannt, die Morde in Hanau und dann tatsächlich der Tod von George Floyd. Das ist ja sozusagen der Akt, wo Menschen Opfer werden von Rassismus, ne, wo sie sterben. Dann ist es so ganz nah auf einmal und viele sind dann wahnsinnig betroffen. Aber wir dürfen uns nichts vormachen, dass gerade Alltagsrassismus und Alltagsdiskriminierung, wie das Wort schon sagt, Alltag sind für viele, viele Menschen in ihrem Leben. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Menschen, die dort das erfahren, dass Menschen diskriminiert werden, dass sie ausgegrenzt werden, kann man doch mal sagen, war doch nur ein Witz, dass man da wirklich dann auch drauf eingeht. Weil man kann sich nicht vorstellen, was Diskriminierung und Rassismus auch ausmacht. Das sind Wunden, die einem zugefügt werden, immer auch das Gefühl zu geben, du bist nicht Teil dieser Gesellschaft. So, es gibt dann immer die und wir und du bist immer nur die. Dass Menschen sozusagen über dich reden und nicht mit dir. Dass diese Ausgangserfahrung, das hat alles was damit zu tun, dass Menschen diskriminieren, ob nun gewollt oder ungewollt, hier auch eine Sensibilität zu bekommen. Das ist sehr, sehr wichtig und es bringt uns auch so, so viel weiter, in einer offenen und vielfältigen Gesellschaft wirklich bewusst dann auch in dieser Gesellschaft zu gehen. Und unser aller Ziel ist doch auch, dass jeder seinen Platz hat in unserer Gesellschaft mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen. Und das kann man im Alltag, kann man das im Grunde genommen auch ständig leben. Und das würde ich mir wirklich wünschen. Aber vielen Dank an dich. Normalerweise werden ja immer Wünsche an uns gerichtet, an die PolitikerInnen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir auch mal einen Wunsch äußern durften. Dankeschön auch von meiner Seite, dass Sie hier sein durftet. Ich freue mich total, dass es geklappt hat und am Sonntag feiern wir dann aber auch unser Grundgesetz, 72 Jahre ist ordentlich und auf weitere 72 Jahre, die das Grundgesetz vielleicht noch ein bisschen schöner machen. Denn das haben wir heute gelernt, das Grundgesetz war damals nicht in Stein gemeißelt, es wurde geschrieben, damit es besser gemacht wird. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke an alle, die zugeschaut haben. Ich speichere hier gleich auch das live im IGTV, immer in der Hoffnung, dass es funktioniert und lade es dann später auch auf YouTube hoch. Da kann man sich das immer wieder anschauen. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Nachmittag, Abend, was auch immer man jetzt noch zu der Uhrzeit sagt. Und danke, dass ihr hier wart. Dankeschön für die Einladung und für das nette Gespräch. Bis bald. Genau. Vielen, vielen herzlichen Dank und alles Gute euch. Ciao. Danke, ciao.